Willkommen zu einem der außergewöhnlichsten Orte dieser Erde. Abgeschieden im Indischen Ozean liegt das Inseljuwel Socotra. Die Heimat vieler endemischer Pflanzen und Tierarten, die sonst nirgendwo auf der Welt zu finden sind. Tauche ein in eine atemberaubende Landschaft, geprägt von einzigartigen Drachenblutbäumen, türkisfarbenen Lagunen und weißen Sanddünen. Diese Insel ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber, Fotografen und Abenteurer. Komm mit auf einer faszinierenden Reise in eine fremde Welt und entdecke die einzigartige Natur von Socotra. Mein Name ist Nick Schmid, ich bin Landschafts- und Naturfotograf und normalerweise bin ich eher in den kälteren Regionen unterwegs. Ich war unter anderem in Sibirien, mehrmals in Island, in Norwegen oder in Schottland, aber auch in meiner Heimat im Schwarzwald oder in den Alpen bin ich regelmäßig zu finden. Doch für meine nächste Reise wollte ich mal ein etwas anderes Reiseziel auswählen. Und als ich den ersten Leuten von meiner geplanten Reise erzählt habe, war die erste Reaktion immer und ohne Ausnahme dieselbe. Socotra, wo willst du hingehen? Und wenn man mich vor einem Jahr nach diesem Reiseziel gefragt hätte, wäre meine Reaktion wahrscheinlich dieselbe gewesen. Als Landschaftsfotograf bin ich ständig auf der Suche nach neuen und spannenden Reisezielen. Eine gute Methode, um diese zu finden, ist einfach willkürlich auf Google Maps nach irgendwelchen Orten zu suchen. Ich gehe dann in die Karte rein und schaue, wo es potenziell schön sein könnte. Und so habe ich die kleine Insel Socotra entdeckt, welche am Horn von Afrika zwischen Jemen und Somalia liegt. Nachdem ich dann die ersten Bilder dieser Insel gesehen habe, war mir sofort klar, dass Socotra ein ganz, ganz besonderer Ort sein muss. Also dachte ich, nichts wie hin, auf geht's. Ich möchte diese Insel bereisen. Ja, ganz so einfach ist das leider dann doch nicht. Denn die Insel gehört politisch zum Jemen. Hier herrscht seit einigen Jahren ein Bürgerkrieg und das Auswärtige Amt spricht hier eine deutliche Reisewarnung für dieses Land aus. Nach einer intensiven Recherche konnte ich aber davon ausgehen, dass Socotra trotz dieser Umstände ein sicheres und friedliches Reiseziel ist. Aufgrund der isolierten Lage, knapp 350 Kilometer vom jemenitischen Festland entfernt, bleibt man hier vom Krieg verschont. Doch um auf die Insel zu kommen, benötigt man die Hilfe einer lokalen Reiseagentur, die einem ein Visum fürs Jemen und einen Charterflug von Abu Dhabi aus organisieren können, welcher nur einmal in der Woche geht. Wer online nach Flügen und Möglichkeiten sucht, die Insel zu bereisen, wird hier scheitern. Also mache ich mich auf die Suche nach einem Local und nahm Kontakt mit Salem auf, einem Reiseführer, der in Socotra lebt und aufgewachsen ist. Es begann eine aussichtslose Schlacht, um an einen Flug zu kommen. Die Flüge sind für die einheimischen Reiseführer ein enormes Problem, denn durch die Knappheit der Verbindungen sind die Plätze sehr begehrt. Die meisten dieser Plätze werden bereits im Vorfeld von Reiseveranstaltern aus den Emiraten für große Touristengruppen blockiert. Und als Fotograf ist man für Touristengruppen nicht so gut geeignet. Ja? Stundenlang den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang fotografieren, nachts unterwegs zu sein, das funktioniert nicht zusammen mit einer großen Touristengruppe. Deswegen mussten wir da alleine auf die Insel. Daher sind wir alle möglichen Flugtermine durchgegangen und nach über 6 Wochen Hoffen auf ein Ticket kam die ernüchternde Feststellung, das wird leider nichts. Ja, und ein paar Tage später kam dann eine WhatsApp-Nachricht von Salem. Glücklicherweise gibt es kurzfristige und außerplanmäßige Zusatzflüge und auf einer dieser können wir ausspringen und nun die Insel doch bereisen. Und los ging die Reise auf diese einzigartige Insel. 2 Wochen lang kein Internet, kein fließender Strom und draußen in der Natur schlafen, geil. Auf dieses Abenteuer habe ich mich gefreut.
Vom 5 Grad kalten Zürich ging es über Katar und Abu Dhabi auf die 30 Grad warme Insel. Am Flughafen angekommen, bläst mir dann erstmal ein richtig starker und warmer Wind ins Gesicht. Wir sind dann in dieses kleine Flughafengebäude hineingelaufen und mussten dann unser Visum vorzeigen. Und da hatte ich schon so ein bisschen Befürchtung, ob das Ganze funktioniert, weil wir hatten das vorab nur als WhatsApp-Foto von unserem Guide zugeschickt bekommen. Aber irgendwie hat es da funktioniert und es wurde akzeptiert und wir konnten erfolgreich einreisen. Unser Guide Salem hat uns dann am Flughafen abgeholt. Wir haben unsere Koffer in das Auto gepackt und sind dann als erstes in Richtung Hadibou, der Hauptstadt von Socotra, gefahren. Als Salem uns dann durch die Hauptstadt Hadibou geführt hat, ist mir dann sofort aufgefallen, dass wir hier in einer anderen Welt angekommen sind. Einer der ersten Sätze, die mir Salem gesagt hat, war: Es gibt hier keine Sicherheitsvorschriften, keine Verkehrsregeln, keine Polizei und keine Kriminalität. In Socotra herrscht Frieden und die rund 100.000 Inselbewohner sehen sich zusammen als eine große Familie. Für die erste Nacht ging es dann doch in eines der wenigen Hotels, die es auf der Insel gibt. Jetzt sind wir gerade bei dem Hotel angekommen und der Betreiber des Hotels ist einfach raus, hat mir den Schlüssel in die Hand gegeben und jetzt kann ich hier nicht hier austoben. Crazy. Simon, yeah. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht, wie ordentlich, sauber und hochmodern dieses Hotel eingerichtet war. Boah, ist das hier heiß. Nach einer kurzen Mittagspause hat uns dann Salem aus der Stadt herausgeführt und wir haben uns auf die Suche nach den ersten Fotomotiven begeben. Am Ende des Tages habe ich mit Salem den Plan für die kommenden 2 Wochen besprochen. Unsere Kommunikation war auf einer sehr, sehr einfachen Ebene. Wir haben beide so ein bisschen ein gebrochenes Englisch und da war die Kommunikation halt wirklich auf das Einfachste reduziert, aber trotzdem haben wir uns super verstanden. Now we can see it from here, from Hadibou. And it's a long hike to get there? 4.5 hours. That's a lot. Going up, a little bit. Not so up, like this. Okay. Okay, great. Ah.
Am nächsten Tag wurden wir dann ganz früh am Morgen bereits geweckt von den lauten Gebeten, die über Lautsprecher die ganze Stadt beschallen. Und wir wollten uns dann auf den Weg machen und die Stadt in aller Frühe einmal anschauen, bevor der große Trubel losging. Hadibou ist die größte Stadt der Insel und auch die Hauptstadt von Socotra. Und die Stadt leidet unter einem enormen Problem, dem Müll. Die Ziegen und die Ägypten Vultures, das sind diese geierartigen Vögel, die man auf der ganzen Insel finden kann, haben sich diesen Umständen schon angepasst. Sie fressen von Papiertüchern bis zu Kartonagen und Plastiksäcken alles, was ihnen in die Quere kommt. Und das zu sehen, hat mich schon ziemlich sprachlos gemacht. Wenn man als deutscher Tourist mit einer Kamera durch Hadibou läuft, fällt man natürlich auf. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der ein oder andere erstmal ein Foto von sich haben möchte. Nachdem wir uns Proviant für die nächsten Tage besorgt hatten, ging es dann endlich los in die Natur und wir sind Richtung Osten der Insel gefahren. Zwischendurch haben wir immer mal wieder angehalten, um nach guten Fotomotiven zu suchen. Und dabei waren wir nicht alleine und sind bereits von Weitem aufgefallen. Und auch unsere Kameras waren interessant und haben dann die Runde gemacht. Nach dem kurzen Aufenthalt bei den Kindern ging es dann weiter auf einer abenteuerlichen Straße und hier hat man dann gemerkt, dass Toyota Land Cruiser oder andere Geländewagen einfach zwingend notwendig sind, um voranzukommen. Wir wurden dann auf einem Hochplateau ausgesetzt und haben unsere erste Wanderung zu einem Süßwasserpool gestartet. Und auf dem Weg dorthin sind wir an den ersten Trachtenblutbäumen vorbeigekommen. Das Wahrzeichen von Socotra. Die Bäume fangen in den höheren Lagen an zu wachsen. Das Harz ist rot,
Es hilft bei Durchfall, Schnittwunden oder hohem Blutverlust, aber auch für kosmetische Zwecke wie Nagellack oder Schminke kann das Harz dieses Baumes verwendet werden. Wir sind dann an der Süßwasserquelle angekommen und hier hat uns dann Salim gesagt, dass der Wasserstand deutlich niedriger ist als in der Vergangenheit. Dadurch, dass das Klima sehr trocken ist und es immer weniger Regenzeiten gibt, trocknet die Insel immer mehr aus. Zum Mittagessen gab es dann Reis, Fisch und Gemüse. Und in der arabischen Kultur sitzen die Leute beim Essen auf dem Boden und essen ohne Besteck mit ihren Händen. Selbst Reis wird mit den Händen gegessen, was ich dann auch mal probiert habe, aber sich dann schwieriger herausgestellt hat als gedacht. Und ich bin dann doch wieder auf den Löffel umgestiegen. Nach der Stärkung haben wir uns dann auf den Weg zu unserem ersten Camp gemacht, welches wir bei hohen weißen Sanddünen aufgeschlagen haben. Und für den Sonnenuntergang wollten wir eine dieser Dünen erklimmen. Oh, ganz schön anstrengend hier diese Sanddünen hochzulaufen. Aber die Aussicht, die ist phänomenal. Ich glaube, das lohnt sich, hier hochzugehen. Weiter geht's. Ja, dann lassen wir unsere Drohnen steigen und es passiert das, was lieber nicht passieren sollte. Ja, Dick, sag mal, was machst du hier gerade? Hä? Was du hier machst? Ich pusht meine Drohne aus. Und warum? Ich hab sie vielleicht im Sand reinkrachen lassen. Aus Versehen. Von bestimmt nicht aus Versehen. Ganz alleine. Ganz mit voller Absicht. Ich glaube, das werde ich noch Wochen da drin haben. Ich hoffe, die fliegt jetzt wieder. Am Ende ist alles gut gelaufen, die Drohne ist wieder geflogen und wir konnten beruhigt zu Bett gehen. Am nächsten Tag stand dann eine Wanderung zu einer der größten Höhlen der Insel auf dem Programm, die Hawk Cave. In manchen dieser Höhlen haben bis vor wenigen Jahren noch einige der Menschen auf Socotra gelebt. Wir warten jetzt, bis wir in die Höhle hoch können. Da ist jetzt noch eine
Gruppe drin und wenn die rausgehen, haben wir Platz und können dann in die Höhle anschauen. So, jetzt geht's ab in die Höhle. Ich bin mega gespannt, was uns hier erwarten wird. Ja, let's go. Wow. Die Vögel. Ist das Sparrow? Ja, yeah, Sparrow und Starling. Das ist both endemic to Sumatra? So was noch nie gesehen. Nick. Yes? You're so dim light. Like this is the case. Like never before. And you can have Are they growing? Yeah, growing, yeah. And they will connect sometimes? Yeah, of course. Oh. Salem kennt die Höhle wie kein zweiter. Kaum einer weiß, dass manche Stalaktiten Klänge von sich geben können, wenn man dagegen schnippt. Was mich besonders fasziniert hat, war, dass bis zum heutigen Tag das Ende dieser Höhle noch nicht vollständig erforscht wurde. Und zudem ist sie noch völlig frei von jeglichen touristischen Einrichtungen. Es gibt keine Lampen, keine Wege oder Schilder. Diese Höhle ist einfach noch naturbelassen. Und nach diesem Highlight haben wir uns dann auf den Weg an das Ostende der Insel gemacht. Vor Ort angekommen, sahen wir dann ein Walskelett und rund um dieses Walskelett lagen tausende tote Kugelfische, die alle an den Strand gespült wurden. Das ist völlig verrückt hier, sowas habe ich noch nie gesehen. Hier sind aber tausende Kugelfische, alle tot gestrandet. Keine Ahnung, was da passiert, aber es ist ein schrecklicher Anblick.
Warum hier so viele tote Kugelfische gestrandet sind, weiß ich leider nicht. Das konnte uns auch keiner sagen. Aber Salem meinte, dass es immer wieder zu dieser Jahreszeit passiert. Das Besondere an diesem Strand waren diese Burgen, die von der männlichen Geistergrabe errichtet wurden. Hier muss tief gegraben werden, um an den feuchten Sand zu gelangen. Die Krabben kommen an der ganzen Küste in Socotra vor, aber sie können diese Burgen nur dort errichten, wo sie die Gezeiten nicht regelmäßig erreichen. Auf Socotra gibt es jedes Jahr von Juni bis Oktober eine Monsunsaison. In dieser Zeit müssen sich die Inselbewohner auf einen harten und heißen Wind einstellen. Das Klima ist so extrem, dass selbst alle Flugverbindungen gestrichen werden. Die Insel befindet sich für diese Monate also in völliger Isolation. Doch der Monsun bringt auch etwas Gutes mit sich. Die hohen weißen Sanddünen in Aher sind aufgrund des Monsuns entstanden. Der Wind wirbelt hier den weißen Sand vom Strand auf, bläst ihn gegen die Gebirgswand und so entstehen die Dünen, die bis zu 400 Meter hoch sind. Und an diesen Ort wollten wir nochmals zurück, um den Sonnenaufgang zu fotografieren und sind dieses Mal auf einer der höchsten dieser Dünen gestiegen. Doch der Aufstieg war nicht einfach. Bei dieser krassen Steigung hat man im Sand keinen guten Halt. Man läuft zwei Schritte nach oben und rutscht einen wieder ab. Das ist wahrscheinlich einer der schönsten Landschaften, die ich je gesehen habe. Könnt ihr den ganzen Tag verbringen und fotografieren. Unheimlich schön. Wow. Circa eine Stunde haben wir gebraucht, um an die Spitze der Düne zu kommen. Und ganze zwei Minuten, bis wir wieder unten waren. Auf der Weiterfahrt zum nächsten Spot sind wir dann am Socotra Volkmuseum vorbeigekommen. Das Museum besteht nur aus einem Raum. Hier kann man sich alte Bilder anschauen, etwas über die Geschichte, die frühere traditionelle Kleidung und die Pflanzenwelt von Socotra lernen. All plants are growing on Socotra is in this book. Yes. Wow. Okay. The explanation and the locations and where they come from. You can find. And there, what's the written here? What is? They describe the shapes and the size of the leaves and the flower. Über 300 endemische Pflanzenarten, das sind rund ein Drittel der Pflanzen, die auf der Insel wachsen, sind endemisch. Diese gibt es also nur hier und sonst nirgendwo auf der Welt. Deswegen wurde Socotra im Jahr 2008 zum UNESCO-Weltnaturerbe ausgezeichnet. And who is this man? He's the head of Socotra, the Sultan. The head of Socotra? It's called Sultan. Like a king or president? Yeah, yeah.
Ah, okay. And it's for baby. Ah. Lila, lila. So fascinating. Yes. Wir kommen bei unserem nächsten Camp in Dihamri an. Dieser Ort ist vor allem für sein artenreiches und noch völlig intaktes Korallenriff bekannt. Und für Angie. Angie ist eine Ziege, die zu unserer besten Freundin wurde. Wir haben sie liebevoll nach dem Namen von Angela Merkel benannt, da sie laut den Leuten vor Ort hier wohl vor einigen Jahren geschnorchelt haben soll. Hey, okay. Hey, Kollege. Angie hat uns immer beste Gesellschaft geleistet und uns Freude bereitet. Und alles gefressen, was sie kriegen konnte. Hey, oh. Hey. Riss die einfach das Tempo weg, Alter. Kannst du keinem erzählen. Ja, und kaum schläft man, wird die Kamera auf einen draufgehalten. Für die Anne. Ich finde. Für den Sonnenuntergang sind wir dann zu den roten Felsen in der Nähe des Camps gegangen. Diese bilden ein super Fotomotiv und wenn hier die Wellen gegen das Gestein schlagen, entstehen fantastische Aufnahmen. Nachdem wir in Dihamri den Sonnenaufgang fotografiert hatten, wollten wir uns auch die Unterwasserwelt anschauen. Wir konnten vor Ort Schnorchel-Equipment ausleihen und sind dann losgezogen, um das Korallenriff zu erkunden.
Das Wasser war teilweise so trüb, dass man kaum was sehen konnte. Erst auf den zweiten Blick haben wir dann gemerkt, dass das alles kleine Fischlarven waren. Wir waren echt begeistert, wie intakt und unberührt dieses Korallenriff ist. Angie war auch wieder am Start und wollte ihren Anteil am Frühstück haben. Nein, Angie. Was zur Hölle macht ihr? Heute gab es leider keine Papiertücher. Sorry, Angie. Unterwegs haben wir unsere Geräte immer am Zigarettenanzünder geladen, weil es die einzige Möglichkeit war, um an Strom zu kommen. Denn außerhalb der Stadt gibt es keinen. Da wir eine Naturdoku drehen möchten, brauchen wir natürlich viel Equipment. Kameras, Drohnen, Akkus, Laptops, alles muss angeschlossen werden. Und einmal haben wir dann zu viele Geräte angeschlossen und dann hat es uns die Sicherung rausgehauen. Das bedeutet also, wir haben ab jetzt keinen Strom mehr. Wir hatten zwar noch ein Solarpanel als Backup, aber das hat nicht ausgereicht, um all unsere Geräte zu betreiben. Ab dem Zeitpunkt mussten wir extrem schonend mit unseren Batterien umgehen, da wir nicht wussten, wann wir wieder die Möglichkeit haben, Strom zu beziehen und wann wir den Zigarettenanzünder wieder gefixt bekommen. Im Verlauf des Tages wurde es immer heißer. Um uns vor der Mittagssonne abzukühlen, haben wir einen Abstecher in einem der größten Süßwasserpools der Insel gemacht. Nach der Abkühlung gab es dann ein Mittagessen im Schatten eines alten Schiffcontainers. Diese Container stehen hier einfach mitten im Nirgendwo rum und sind sowohl Ausgangspunkt der Wanderung als auch Müllcontainer zugleich. Good.
Ein Stück weiter haben wir dann unser Fotomotiv für den Abend gefunden. Ein Flaschenbaum. Auch diese Unterart ist endemisch auf Socotra. Und das Besondere an diesen Bäumen ist, dass sie im Frühjahr anfangen zu blühen. Und somit bilden sie das perfekte Motiv für ein Foto. Ja, Salem hat uns jetzt hier an einen Ort gebracht, der unfassbar schön ist. Und das Krasse hier ist, das war mal früher ein altes Dorf und hier lebt gar kein Mensch mehr, aber die Gebäude sind immer noch da. Und wir werden jetzt hier heute Nacht übernachten und morgen früh den Sonnenaufgang fotografieren. Und die Aussicht ist einfach gigantisch. Wir haben hier die Flaschenblutbäume. Ne, die Flaschenblut, die keine Flaschenblutbäume, die Bottled Flaschenbäume, nur die Flaschenbäume mit ihren Blüten oben drauf und werden da den Sonnenaufgang fotografieren. Crazy. Und wir sind completely alone. Außer ein alter Mann, der singt. Ja. Nachdem die Sonne untergegangen ist, stieg der Mond über dem Canyon auf und erzeugte eine mystische Stimmung. Um beim Abendessen nicht ganz im Dunkeln zu sitzen, hat unser Fahrer eine Glühbirne direkt an die Autobatterie angeschlossen. In Germany we say guten Appetit. Guten Appetit. Ja. Oder Goethe. Ja, oder Walzer. Ja, ja, ja. Goethe. Mit some Slang. We call Sahatin. 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 In dem alten Dorf, in dem wir übernachtet haben, habe ich mir dann am nächsten Morgen auch am Rande des Canyons wieder einen Flaschenbaum herausgesucht, um ein Motiv für den Sonnenaufgang zu haben. Ich warte jetzt auf ein bisschen Sonnenlicht und hoffe, dass die Blüten hier noch anfangen zu leuchten. Aber aktuell sieht es nicht danach aus, dass die Sonne wieder zurückkommt. Ja, aber ich habe noch ein kleines bisschen Geduld. Nach dem Sonnenaufgang sind wir dann wieder zurück nach Hadebu gefahren, um zu tanken und uns Proviant für die nächsten Tage zu besorgen. Und ganz wichtig auch, den Zigarettenanzünder wieder reparieren zu lassen, damit wir wieder Strom haben, um unsere Geräte laden zu können. Wir kamen dann an einem Dorf vorbei und ein kleines Kind hat uns angehalten, um uns ganz stolz sein Chamäleon zu zeigen. In der Zwischenzeit sind wir nochmal durch Hadebu gelaufen und auch hier sind wir mit unseren Kameras bei den Kindern wieder aufgefallen. What's your name? My name is Sal. Sal? Sal. Sal? Ja. Okay, my name is Nick. Hello. This video. Video, yeah. Yes. Video, yeah. TV.
Yalla. Yalla. Yalla, yalla. Machen die anderen schon interessant. Wir kamen in Dixam an, in der Heimat von Salem und der Drachenblutbäume. In Salems alten Zuhause haben wir für die nächsten Tage übernachtet, um von hier aus die Berge zu erkunden. Zum Sonnenuntergang wollten wir die Drachenblutbäume an einem Canyon fotografieren. Aber hierfür muss man etwas mehr Zeit einplanen, denn um zu den Bäumen zu gelangen, muss man durch ein kleines Dorf laufen. Und man kann davon ausgehen, dass man jedes Mal, wenn man durch dieses Dorf läuft, von Kindern angehalten wird. Denn in Socotra gibt es sehr viele Kinder. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Familien 10 oder mehr Kinder haben. Ah, ich komme immer noch nicht drauf klar, wie abgefahren die Landschaft hier aussieht. Hier sind Haufen Drachenblutbäume und die stehen gerade am Abgrund vor dem Canyon und der Anblick ist einfach nur atemberaubend. Und wie gesagt, man kann nicht durch dieses Dorf laufen, ohne angehalten zu werden. Also gab es nach dem Sonnenuntergang noch eine Runde Elfmeterschießen. Wow, gut. Hamid. Cool. Cool, oder? High five? Yes. Nice.
Für den nächsten Tag stand eine Tageswanderung in die hohen Berge der Insel an. Ab heute hat uns Abdullah, Salems Bruder, übernommen und uns für die restliche Zeit geführt. Unterwegs haben wir einen Einheimischen aufgegabelt, der zusammen mit seiner Familie in den Bergen wohnt. In den Bergen leben die Menschen abgeschieden vom Rest der Insel, zusammen mit ihren Ziegen und Kühen. Barfuß und mit nur einer kleinen Wasserflasche hat er uns auf einen der höchsten Gipfel der Insel geführt. Der Aufstieg hatte es vor allem wegen der hochstehenden Mittagssonne in sich. Wieso gehen wir bei dieser Hitze wandern? Das ist das Anstrengende, was man machen kann, ey. Nach über 3 Stunden Wandern in der Hitze haben wir dann völlig verschwitzt den Gipfel erreicht. Also das ist eine Aussicht, oder? Tut echt gut nach so einer langen Wanderung. Auf dem Rückweg haben wir dann einen etwas anderen Wanderweg genommen, wo wir uns lange nicht sicher waren, ob das überhaupt ein Weg ist. Was ist das denn für ein Wanderweg, Junge? Boah! Alter! Da läuft doch keiner freiwillig für mich. Wieder zurück bei Salem angekommen, gab es dann nach diesem schweißtreibenden Ausflug erstmal eine richtige Dusche. Oh, tut gut, dass man mal so eine frische Gefühl hat. Also Zähne putzen, dann bin ich wieder wie ein neuer Mensch. Dieses Licht so flackert, gell? Bei Salem zu Hause gab es zwar Strom, aber dieser stammte aus einer Autobatterie, die mit Hilfe einer Solarzelle geladen wurde
und das hatte gerade mal genug Energie, um die Glühbirnen zu betreiben. Und wie jeden Tag zuvor hieß es auch heute wieder, alle Impressionen notieren, die Daten des Tages sichern, immer auf zwei verschiedenen Festplatten. Egal wie müde man war, egal wie hart die Wanderung war, ein vernünftiges Backup ist einfach immer Pflicht. Am nächsten Tag haben wir die Morgenstimmung direkt am Canyon fotografiert. Hier steht einer der fotogensten Drachenblutbäume der Insel. Salem hat uns erzählt, dass die Bäume bis zu ca. 700 Jahre alt werden können. Jedoch kann man das genaue Alter nicht bestimmen, da der Baum keine Jahresringe hat. Die Geschichte besagt, dass der erste Drachenblutbaum an der Stelle wuchs, an der sich zwei Brüder bis zum Tod bekämpft haben. Leider werden die Drachenblutbäume von Jahr zu Jahr immer weniger. In 2015 gab es zwei Zyklone, die rund 30% der Bäume auf Socotra vernichtet haben. Und auch in den nächsten Jahren wird es aufgrund der Klimaerwärmung einen massiven Rückgang geben. Salem erzählt uns, dass früher ganz Dixham voll war mit den Bäumen. Nun wachsen sie nur noch an vereinzelten Stellen. Ein weiteres Problem für das Überleben der Drachenblutbäume sind die Ziegen. Man schätzt, dass es ca. 4-mal so viele Ziegen gibt wie Menschen auf der Insel, die alles fressen, was ihnen in den Weg kommt, einschließlich der jungen Bäume. So kann der Baum sich auf natürlichem Wege nicht mehr weiterpflanzen. Man kann davon ausgehen, dass in ca. 200 Jahren alle Drachenblutbäume Geschichte sind. Die Bäume sind aber extrem wichtig für die Inselbewohner. Das Harz wird für medizinische Zwecke eingesetzt. Sie bieten einen Lebensraum für unzählige Kleintiere und über 30 weitere Pflanzenarten wachsen ausschließlich in der Nähe der Drachenblutbäume. Anders als gewöhnliche Bäume können Drachenblutbäume Wasser auch über die Luft aufnehmen. So kann ein einzelner Baum mehrere hundert Liter an Wasser speichern, die in das System fließen. Ein Verlust dieser Art wäre undenkbar. Unser Guide Salem und sein Vater setzten sich seit über 20 Jahren dafür ein, die Zukunft des Drachenblutbaums zu erhalten. Auf ihrem Grundstück pflanzen sie die jungen Bäume, welche viel Zeit zum Wachsen benötigen. Um 3 cm zu wachsen, benötigt ein Baum ca. 5 Jahre. Wenn sie groß genug sind, um nicht mehr von den Ziegen gefressen zu werden, sollen sie dann in die Wildnis umgepflanzt werden. Doch bis es soweit ist, müssen die jungen Bäume vor den Ziegen geschützt werden. Zurzeit umgibt sie eine kleine Steinmauer, welche die Ziegen abhalten soll. Leider schaffen es die Ziegen aber immer wieder, die Mauer zu überwinden und fressen so die mühevoll angelegten kleinen Bäume. Salem und sein Vater arbeiten ständig daran, die Mauer vor den Ziegen sicherer zu machen. Dabei sind sie über jede Hilfe dankbar, die sie nur kriegen können, um das Überleben der endemischen Drachenblutbäume für die kommenden Generationen zu sichern. Und falls du Salem und seinem Vater unterstützen möchtest, findest du hier in der Videobeschreibung einen Spendenlink. Und wie es früher einmal in ganz Dixham aussah, kann man heute noch im einzigen Drachenblutwald der Insel sehen. Und das war unser nächstes Ziel. Um in den Wald zu gelangen, mussten wir über eine abenteuerliche Straße einen Canyon überqueren. We'll be right back.
Und auch hier waren wir wieder nicht alleine. Zahlreiche Vultures haben ein Auge auf unser Mittagessen geworfen und dabei ging es nicht immer friedlich zu. Zusammen mit Abdullah liefen wir eine Weile durch den Wald, um nach einer geeigneten Bildkomposition für den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang am nächsten Tag zu suchen. Es ist called Drastena Senebek. Drastena? Drastena? Senebek. Senebek. Wald fotografieren ist immer so eine Challenge, weil man in diesem Chaos von den vielen Bäumen eine schöne Ordnung finden muss. Und da dauert es einfach ein bisschen, bis man ein gutes Motiv gefunden hat. As photographer, you always have to search location, take time to find the best spot. But now I'm thinking maybe in this direction, shooting. In this direction with the valley and the dragon blood trees in the background. You want to go down? Not much, maybe just a little bit this way up and maybe find a big dragon blood tree for the foreground, then photographing in this direction with the sun goes down and the little ones in the back. You know? Okay. Thank you.
Mach für dich. Am Lagerfeuer haben wir dann noch Besuch von einem Einheimischen bekommen, der uns Honig verkaufen wollte, den er aus einem Drachenblutbaum gewonnen hat. Kim Rajitlung. Oh, ça va, je suis 45, 50. 60, alle und Tag, wo ich ein Essen brauche, fahren ich schon. Fahren ich schon 45, fahren. Alle, ich denke, es ist It's very good. Da, Rüssen. Wow. Ja, ist delicious? I love it. Ja, da, Rüssen. I love it. Ich ja. Alles weg, ja. Hallo, ich merke das dann. Die und dabei. Very good. I don't know how to carry with me. Diesen Honig konnte man nur in diesem riesigen Behälter kaufen und wir haben gefragt, ob es nicht möglich ist, eine kleine Portion zu bekommen, aber nein, nur diese riesige Büchse an Honig konnte gekauft werden und das war dann uns leider nicht möglich, weil wir einfach nicht wussten, wie wir das transportieren sollen. Ja, und dann gab es auch das ein oder andere Tier an unserem Camp, dem wir lieber nicht begegnen wollten. Ja, blöder Geinhelle, ja. Naja, wir sind dann erstmal weiter und haben uns eine Perspektive gesucht, um den Mondaufgang zu fotografieren. Wir stehen hier im Drachenblutwald und gerade eben ist der Mond aufgegangen und ich habe hier eine tolle Perspektive gefunden von zwei Drachenblutbäumen, die eine weitere Gruppe im Hintergrund umrahmen und der Mond dazwischen aufgeht und ich glaube, das wird ein gutes Foto. Am darauffolgenden Morgen haben wir dann nochmals ein paar letzte Fotos vom Drachenblutwald aufgenommen und beim Frühstück erneut Besuch bekommen. Zum Wohl! Fantastisch! Es kam gerade ein alter Mann vorbei und hat uns so ein Ding verkauft. Ist eine Kaffeetasse gemacht aus einem Drachenblutbaum oder ich weiß nicht, wie er das hergestellt hat, aber auf jeden Fall finde ich das irgendwie mega cool. Hier noch so ein kleiner Löffel, um Zucker reinzumachen. Mega. Wir kamen wieder zurück nach Dixem. Da wir erneut durch das kleine Dorf mussten, waren wir selbstverständlich wieder in bester Gesellschaft.
Nice have it. Gaba. Die Kids übernahmen mal wieder unsere Kameras, haben Selfies geschossen und nun auch die Mikrofone für sich entdeckt. تهدى بالصلاة أطفال أموي نهديكم هدية بخالص التحية معطرة زكية تهدى بالصلاة بيبي شاك تترورم بيبي شاك تترورم بيبي شاك بيبي شاك بيبي شاك تترورم بيبي شاك تترورم بيبي شاك Nach dem Tag in Hochland haben wir uns auf dem Weg zu einer weiteren Dünenlandschaft im Süden der Insel gemacht. Auf dem Weg dorthin konnten wir noch eine zweite Höhle besichtigen, von der wir eine fantastische Sicht auf den Indischen Ozean hatten. Mittags erreichten wir dann das menschenleere Camp bei den Zahek-Dünen. Anders als bei den hohen Dünen im Norden hat man hier eine riesige Fläche an kleineren weißen Sanddünen, welche sich über eine weite Fläche bis hin zum Meer erstrecken. In dieser Gegend ist es nicht unwahrscheinlich, dass man auf Kamele trifft. Und so kam ein alter Mann mit Stock und seinem Kamel zu uns und er bestand darauf, dass wir eine kleine Runde auf seinen Kamel reiten. Nach dem kurzen und dennoch spannenden Kamelausritt haben wir uns dann schon sehr auf die Abendstimmung gefreut, da die tiefstehende Sonne die Dünen in eine goldene Landschaft verwandelt.
Auch zum Sonnenaufgang wollten wir diese einzigartige Wüstenlandschaft im besten Licht einfangen. Und an diesem Morgen hatten wir das große Glück, alleine zu sein. Wir hatten also diese große weiße Wüste nur für uns und haben hier mehrere Stunden in Ruhe fotografieren können. Jetzt habe ich aber Hunger. Lass frühstücken gehen. Sunrise. Wir waren 5 am. Wir waren in Dunes for Sunrise. And oh, thank you. And fly drone a lot. A lot of drone shots. I think it's great. So, einen guten Tee. Rührei, wie jeden Morgen. Fladenbrot, Käse, Nutella und Honig. Auf dem Weg vom Süden in den Westen der Insel sind wir an ein paar alten rostigen Panzern vorbeigekommen, die heute nur noch als Schattenplätzchen für die Ziegen dienen. In den 1970er bis 90er Jahren gehörte die Insel zum Südjemen, einen kommunistischen Staat, der von der UdSSR unterstützt wurde. Um die Insel vor einer möglichen Invasion zu schützen, wurden entlang der Nordküste mehrere Dutzend alter und rostiger T-34 Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt. Die meisten waren kaputt und konnten nur noch als Kanonengeschütze gegen das Meer verwendet werden. Heute gehört Socotra politisch immer noch zum Jemen. Allerdings spürt man hier immer stärker den Einfluss der Arabischen Emirate, die Schulen, Krankenhäuser bauen und auch die Flüge kontrollieren. Nachmittags haben wir den Westen der Insel erreicht. Hier bezogen wir ein Camp direkt an einer großen Lagune. Für heute Abend war es das Ziel, einen Flaschenbaum zu finden, von dem ich bereits vor meiner Reise ein Foto gesehen habe. Leider war uns der genaue Standort dieses Baumes nicht bekannt. Wir wussten zwar nur ungefähr, wo er sein könnte, aber wir haben dann vor Ort ein bisschen herumgefragt und fanden einen Local, der genau wusste, wo dieser Baum zu finden ist. Und freundlicherweise führte er uns zu dieser Location, wo wir den Flaschenbaum zum perfekten Zeitpunkt fotografieren konnten. Hammer. Ey, da hat sich der Aufstieg sowas von gelohnt. Boah. Erstmal hinsitzen und genießen. Erstmal genießen und dann auf den Sonnenuntergang warten. Thank you.
Die letzten Tage unserer Reise brachen an und das Ende rückte näher. Aber es sollten noch einige Überraschungen auf uns warten. Für diesen Tag stand noch etwas ganz Besonderes auf dem Programm, auf was ich mich schon seit Beginn der Reise gefreut habe. Mit einem traditionellen Fischerboot ging es von dem Fischerdorf Kalansia entlang der Küste zu einem einsamen Strand, welchen man ausschließlich über das Wasser erreichen kann. Auf dem Weg dorthin sind uns Dutzende Seevögel begegnet, die sich von den zahlreichen Fischschwärmen ernährt haben. Doch ein ganz besonderer Meeresbewohner hat sich bisher noch nicht blicken lassen. Unser Bootsführer erzählte uns, dass man hier im Westen der Insel die besten Chancen hat, Delfine zu sichten. Ja, was soll man sagen? Er hatte natürlich recht. Bei unserer Rückkehr von der Bootsfahrt wurden wir in Kalansia herzlich von ein paar Kindern empfangen, die uns mit voller Stolz ihre Kunststücke zeigen wollten. Yes. Ja, und auch hier wurden wir wieder von einer Menge Leute umzingelt. Zwischenzeitlich habe ich echt gedacht, dass ich vielleicht irgendwie aussehe wie so ein Fußballer. Auf jeden Fall wollten wir nur ein kleines Stück am Strand entlanglaufen und haben wieder über eine Stunde gebraucht, um zu unserem Spot zu kommen. Ich soll den Video sagen. Nee. Okay, was machen wir jetzt? Thank you.
Nach diesen zwei ereignisreichen Wochen haben wir gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Obwohl wir es noch eine Weile länger im Westen der Insel ausgehalten hätten, mussten wir unsere Rückreise Richtung Flughafen antreten. Doch bevor es wieder zurück in die Heimat ging, haben wir noch den Sonnenaufgang an einem ganz besonderen Ort genossen. Wir stehen jetzt hier vor so einem alten Schiff, das gestrandet ist. Unfassbar krasses Fotomotiv, richtig ja, alt und verrostet, und stehen jetzt hier und fotografieren den Sonnenaufgang. Nach zwei Wochen im Einklang mit der Natur leben, ohne Internet, Handy oder sonstigen Kontakt zur Außenwelt, hieß es nun Abschied nehmen. In diesen 14 Tagen habe ich eine Welt betreten, die mir fremdartig erschien. Nun habe ich Socotra in mein Herz geschlossen wie eine zweite Heimat. Doch es war nicht nur die Schönheit der Landschaft, die mich berührt hat, sondern auch die Menschen, die hier leben. Die Einwohner von Socotra haben uns immer mit offenen Armen empfangen, uns ihre Geschichten erzählt und uns gezeigt, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Ja, während ich mich von Socotra verabschiedet habe, nahm ich nicht nur Erinnerungen mit, sondern auch eine umso größere Dankbarkeit und Wertschätzung, in dieser Welt leben zu dürfen. Ort, der uns gelehrt hat, dass wahre Schätze nicht im materiellen Reichtum liegen, sondern in der Verbundenheit mit der Natur und den Menschen um uns herum. Musik
Thank you.